Salut, bienvenue bei Fit für Franze Training. Der richtige Gebrauch von französischen Adjektiven und Adverbien ist eigentlich gar nicht so schwer. Trotzdem passieren da immer wieder Fehler, die nicht sein müssen. Ich zeige dir in dieser Einsatzübung Schritt für Schritt, wie du zunächst sicher entscheidest, ob du ein Adjektiv oder ein Adverb brauchst, wie du das Adverb bildest und auf welche Fallen du in einer Klassenarbeit Acht geben musst. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Allons-y, los geht's! Im oben verlinkten Fit für Franze Grammatikvideo erkläre ich zunächst den Unterschied von Adjektiven und Adverbien und deren Gebrauch. Weitere Fit für Franze Videos zu diesem Thema findest du in der Beschreibung unter diesem Video, ebenso wie den Link zum PDF dieser Übung. Deine Aufgabe: Mets l'adjectif ou l'adverbe dans sa forme correcte. Das bedeutet auf Deutsch: Setze das Adjektiv oder das Adverb in der richtigen Form ein. Machen wir ein Beispiel. Vous pouvez entrer Lücke. L'entrée est Lücke. Einzusetzen sind libre und gratuit. Die richtige Lösung ist: Vous pouvez entrer librement. L'entrée est gratuite. Sie können frei eintreten. Der Eintritt ist kostenlos. Wie gehst du vor? Du überlegst dir zunächst, was bedeuten die einzusetzenden Wörter libre und gratuit. Libre bedeutet frei und gratuit, gratis, kostenlos. Dann überlegst du dir, was der erste Satz wohl heißen könnte. Sie können frei eintreten. Frei beschreibt die Handlung. Wir wissen, ein Adverb beschreibt eine Handlung. Libre ist zunächst das Adjektiv. Im Maskulinum und Femininum ist libre gleich. Wir bilden das Adverb von libre, indem wir die Endung "-mon" dranhängen. Eigentlich an die feminine Form, okay, die ist dir gleich. Aus libre wird das Adverb librement. Der Eintritt ist kostenlos. Wie ist der Eintritt? Kostenlos. Gratuit beschreibt also den Eintritt. Wir müssen anpassen, denn entrée ist Femininum. Also wird aus gratuit gratuit und wir erhalten vous pouvez entrer librement, l'entrée est gratuite. D'accord? Einverstanden? Dann starten wir. Du kannst insgesamt gleich 14 Punkte sammeln. J'aime Lücke ses robes, mais elles sont Lücke chères. Einzusetzen sind bon und drôle. Die Lösung: J'aime bien ses robes, mais elles sont drôlement chères. Ich mag diese Kleider sehr, aber sie sind ziemlich teuer. Drôlement bedeutet ziemlich oder ganz schön. Wie mag ich die Kleider? Sehr. Ich mag sie sehr. Wir beschreiben eine Handlung, dieses Mögen. Wir müssen aus dem Adjektiv bon das Adverb bilden. Achtung, das ist unregelmäßig. Aus bon wird bien. J'aime bien ses robes. Aber sie sind ziemlich teuer. Jetzt verstärkt das drôlement als Adverb das Adjektiv cher. Auch das haben wir gelernt. Ein Adverb kann ein Adjektiv noch einmal besonders herausstellen, besonders betonen. Also müssen wir aus drôl das Adverb bilden, drôlement. Mein kleiner Tipp: Wenn du dir jetzt hier in diesen Sätzen nicht sicher wärst, dann prüf doch einfach mal das andere. Ein Adjektiv würde hier ja nicht funktionieren vor dem ses robes, ne? Also kein bon ses robes, das geht nicht, ne? Und auch nicht drôle chère würde auch nicht funktionieren. Zwei Adjektive nebeneinander passt auch nicht, ne? Also du siehst, mit ein bisschen logischer Überlegung kannst du also auf die richtige Lösung kommen. Machen wir weiter. Tom est Lücke triste parce qu'il a une Lücke not. On va l'encourager et il va Lücke retrouver le moral. Einzusetzen sind vrai, mauvais und facile. Die Lösung: Tom est vraiment triste parce qu'il a une mauvaise note. On va l'encourager et il va facilement retrouver le moral. Tom ist wirklich traurig, weil er eine schlechte Note hat. Wir werden ihn aufmuntern und er wird leicht Mut fassen. Retrouver le moral bedeutet so viel wie Mut fassen.
Schauen wir uns zunächst das vraiment an. Vraiment betont hier das trist, das traurig. Ich brauche also ein Adverb und aufpassen, die Adverbbildung bei vrai funktioniert über die maskuline Form, denn vrai endet auf einem Vokal. Dann müssen wir immer die maskuline und nicht etwa die feminine Form zur Bildung des Adverbs verwenden, also vraiment, V-R-A-I, mit einem mot dran. Tom est vraiment triste. Im zweiten Fall, il a une mauvaise note, er hat eine schlechte Note. Schlecht beschreibt die Note, ganz normal als Attribut zu Note. Une note ist Femininum, also une mauvaise note. Il va facilement retrouver le moral. Wie wird er wieder Mut fassen? Er wird leicht Mut fassen. Das facilement als Adverb beschreibt also das Mutfassen, die Handlung. Also ganz normal hier das Adverb zu nehmen. Facile bildet das Adverb auf facilement. Antoine est Lücke, amoureux d'Amélie, mais Lücke, il est très Lücke. Einzusetzen sind fou, malheureux und timide. Die Lösung: Antoine est follement amoureux d'Amélie, mais malheureusement il est très timide. Antoine ist unsterblich in Amélie verliebt, aber unglücklicherweise ist er sehr schüchtern. Wir benötigen zunächst ein Adverb, das auch wieder das amoureux, das verliebt, verstärkt. Wir bilden aus fou, folle als Adjektiv im Femininum, F-O-L-L-E, und hängen ein Mont dran und so bekommen wir das Adverb zu fou, follement. Und follement amoureux heißt so viel wie unsterblich verliebt sein. Normalerweise bedeutet fou so viel wie verrückt. Malheureusement, warum malheureusement? Aber unglücklicherweise. Dieses malheureusement bezieht sich auf den folgenden Satz, il est très timide. Das heißt, wir müssen das Adverb nehmen, was diesen Satz beschreibt. Ein Adverb kann also auch einen Satz beschreiben, das haben wir so gelernt. Wir bilden die feminine Form zu malheureux, die ist malheureuse, hängen ein Mont dran, malheureusement. Und il est très timide, er ist sehr schüchtern. Hier benötigen wir nur das Adjektiv. Es beschreibt das il. Wie ist er? Er ist schüchtern. Sowas nenne ich einen prädikativen Gebrauch mit être. Il est très timide. Da passieren manchmal Fehler. Wenn ich zum Beispiel einen prädikativen Gebrauch mit être habe, dann beschreibt das immer entsprechend das Subjekt. Und es ist also kein Adverb, was ich da brauche, sondern mit être verwenden wir auch immer das Adjektiv. J'ai été Lücke, j'ai Lücke, oublié de faire mes devoirs. Einzusetzen sind malade und complet. Die Lösung: J'ai été malade, j'ai complètement oublié de faire mes devoirs. Ich bin krank gewesen. Ich habe komplett oder vollständig vergessen, meine Hausaufgaben zu machen. Am Anfang brauche ich nur das Adjektiv j'ai été malade, ich bin krank gewesen. Auch hier haben wir wieder einen prädikativen Gebrauch mit être, in dem Fall im Passé Composé. Wie bin ich gewesen? Ich bin krank gewesen, das beschreibt das je. Ich habe vollständig vergessen, meine Hausaufgaben zu machen. Wie habe ich es vergessen? Komplett, vollständig. Aus complet, dem Maskulinum, wird das Femininum complet mit dem E-Accent grave. Und ich erhalte als Adverb j'ai complètement oublié de faire mes devoirs. Marine et Emma ont Lücke téléphoné la semaine Lücke. Emma était en Italie. Einzusetzen sind l'ont und dernier. Die Lösung: Marine et Emma ont longuement téléphoné la semaine dernière. Emma était en Italie. Marine und Emma haben lang telefoniert. Letzte Woche war Emma in Italien.
Ich brauche zunächst das Adverb longuement. Wie haben Sie telefoniert? Sie haben lang telefoniert. Longuement beschreibt also die Handlung. Aufpassen, aus dem maskulinen Adjektiv long wird im Femininum longue, L-O-N-G-U-E. Ich hänge ein Mont dran und erhalte das Adverb longuement. Dann im zweiten Satz, la semaine dernière, in der letzten Woche, dernier, dernière, hier brauche ich nur das Adjektiv, das die Woche beschreibt, es wird nachgestellt. La semaine ist Femininum, aus dernier wird dernière mit einem E-Accent Graph, das wird gerne vergessen, aufpassen, la semaine dernière. Und die beiden letzten Übungssätze, Virginie est très lucque, elle nous a lucque expliqué le chemin. Zweimal Sinn einzusetzen, gentil. Die Lösung, Virginie est très gentille, elle nous a gentiment expliqué le chemin. Virginie ist sehr nett, sie hat uns nett oder freundlich den Weg erklärt. Im ersten Fall brauchst du das Adjektiv gentille als feminine Form zu gentil, gentil, gentille. Wie ist Virginie? Sie ist sehr nett. Hier wieder ein prädikativer Gebrauch mit être. Aufpassen jetzt im zweiten Satz. Sie hat uns nett und freundlich den Weg erklärt. Wie hat sie uns den Weg erklärt? Nett. Aus gentille wird gentiment. Achtung, das ist eine unregelmäßige Bildung. Und wenn ihr gentil, gentille durchgenommen habt und die Adverbbildung gentiment, dann kommt das garantiert in der Arbeit dran. Deshalb bitte aufpassen. Merkt ihr einfach die Schreibweise. Es wird gentiment ausgesprochen, aber gentiment geschrieben. Ich merke mir das auch immer so. Gentiment. Also, Virginie est très gentille. Elle nous a gentiment expliqué le chemin. Ja, wie viele Punkte konntest du einsammeln? Mehr als 11? Bravo! Du hast das Thema schon sehr gut verstanden. Wenn es weniger als 8 Punkte sind, schau dir doch bitte noch einmal unsere Erklärvideos zu diesem Thema an. Und wenn bald deine Arbeit ansteht, dann wünsche ich dir bonne chance! Schau dir jetzt auch die hier verlinkten Fit für Franze Videos an. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über deinen Like und dein Abo für deine bessere Note in Französisch. Merci et à bientôt bei Fit für Franze.